Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ja, letzte Folge haben wir hier die erste Mini gebaut. Ich habe mal noch einen zweiten Mitarbeiter reingeballert. Da einen weiblichen. Der hat da seinen Stützpunkt. Und kurzerhand hier unten mal das ein bisschen so schick gemacht. Hier haben jetzt die Betten, ein bisschen Licht. Da ist noch eine Kiste mit den entsprechenden Materialien. Ja, und jetzt müssen wir leider wieder buddeln. Wir müssen ja noch eine Etage tiefer. Auf der anderen Seite, oh Gott, hier ist dunkel, Lampe an, auf dieser Seite hier, die hatte ich ja schon mal so vorbereitet. So, der Weg muss natürlich erstmal ordentlich weiter nach hinten weg, also ihr bleibt dran. So, wir müssen jetzt erstmal schauen. Soll breit werden hier. Jetzt haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5. Also hier muss er dann hin. Der Jute. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, passt. Das hier auch schon mal rausnehmen. Soll ja schick werden. Da wissen wir, das sind hier oben natürlich bauen, dauert noch ein bisschen. So, ich würde sagen, wir buddeln uns einfach erstmal nach unten. Und mal gucken hier. 1, 2. Zwei Bodenplatten, dann kommt die erste Treppe. Eine Bodenplatte, zweite Bodenplatte, Treppe. Ich würde sagen, wir buddeln es einfach so mal durch. Und dann können wir später weiterführen. Ist das denn jetzt richtig? Zwei Bodenplatten, Treppe, ja, okay. Links und rechts alles wieder weggebuddelt werden. Erstmal müssen wir halt in die entsprechenden Tiefen kommen. Wo wir dann halt dementsprechend ausbauen können. Hoffentlich finden wir hier auch wieder eine Höhle. Also kommen direkt in der Höhle raus, das wäre natürlich das Optimalste. Oder direkt daneben, so Glückstreffer wie mit der letzten. Da, wo ich dann spontan, wo ich eigentlich die Kajüte hinbauen wollte, von denen die Höhle gefunden habe. Oh, da komme ich nicht durch. Vergessen. Oben kommt ja auch noch so ein Miner hin und der sollte dann das Obsidian, glaube ich, auch fischen können. Der Ebene angekommen. Oh nein, der Handschuh geht schon wieder flöten. Ich könnte mir rein theoretisch schon den Diamanthandschuh, glaube ich, fast machen. Thank you.
Vielleicht, dass er hier ewig reißen kann, die schon mal sitzen. Wo ich die Dinger her habe, immer aus den Daily-Kisten. Hier kommen wir jetzt direkt in die Höhle raus, ne? War ja klar. Den kann ich nicht mal abbauen. Muss hier mal ein bisschen dicht machen. Funktioniert. Was mache ich denn hier? Oh ja, da sind wir. Dass wir uns nicht verkohlen hier. Wird noch nicht zu tief, aber tief genug müssen wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen immer nur 2, dann reicht aber auch. Okay. Der wäre schon ein zu tief. So, hier haben wir auf jeden Fall genug Spielraum. Falscher Stein. Irgendwie sowas. Jetzt einfach hier auch mal eine Fackel hin, damit hier nichts spawnt. Nee, nicht so ein. Jetzt hier drin. Schön die Hitze hier im Auge behalten und da ist der Handschuh flöten gegangen. Gehen wir einfach mal hoch. Gucken, ob wir uns einen Diamanthandschuh basteln können. Oder ob wir irgendwas brauchen. Oh, hier haben wir einen Fehler drin. Fuck it. Ja. So, Diamanthandschuh. Geht der denn natürlich auch wieder ein bisschen schneller alles? Oh, Jardin. Hä? Bin ich doof? Normal, normal, normal. Da. Eis. Diamanten, das habe ich, das habe ich. Okay, muss ich mich mal um Eis kümmern. Holen wir uns Diamanten mal von da unten.
Wo sind meine Juten? Schon wieder da oben in der Ecke. Hast du was für mich? Nö, die hat nichts. Hast du was? Nö. 1, 2, 3, 4. Vielleicht kann man den machen. Kriege ich denn jetzt Eis? Habe ich Eis? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Vier war richtig, ne? 4, 11, 18, 8 Eis. Da, die Richtung müsste das jetzt gewesen sein, ne? Schnee bedeutet ja nicht gleich Eis, das ist ja das Problem. Guck mal, ich dachte, ich hätte vielleicht so einen Speed-Drink, aber die habe ich alle weggepackt. Das ist kein Eis. Das Wasser, da unten ist Eis. Ach hey. Was kostet denn so eine Eisbombe? Toll, hab ich auch alles nicht. Doch, das Eis. Korrekt. Also Schnee zumindest. Vielleicht haben wir Glück und es liegt auch irgendwo Eis rum. Ich weiß nur gar nicht, ob wir das abbauen können. Da. Nein! Ich mich notzen. Ich echt zwei Blumen? Die müsste hier irgendwo geben. Bin ich schon mal hier? Ich brauche eine Pflanze. Ich weiß nicht, Kaktus zählt nicht. Geh weg. Kein Nerv für dich. Da. Boom. Ernsthaft? Und zurück. Guck mal, da ist auch Eis. Muss man nicht so weit fahren. Fliegen. Whatever. Wie brauchen wir denn? Noch zwei. Mal zurück teleportieren. Wieder weg. Ja. Direkt weg von dem.
Nämlich gerade so, wenn du so Star Trek guckst oder so, wenn du mit dem Phaser auf dich schießt, in dem Moment werden die hochgebeamt. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich auch keinen Platz mehr habe. Nee, das ist es. Da, genau, die brauche ich natürlich. Weiter buddeln. Freuen wir uns alle schon wieder drüber. So ist, dass wir da echt einen Fehler drin haben. Deswegen werde ich jetzt hier, sag ich mal, den Start beginnen. Ausmisten. So. Jetzt wird die ganze Zeit hier irgendwas rumquietschen. Ich weiß noch nicht wo. So, komm, wir machen jetzt mal hier den. Das Schwein. Alles mal hier auf die richtige Ebene direkt ziehen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch. So, wir müssen jetzt erstmal den richtigen Anfang hier setzen. Da sind wir hier, 1, 2, 3 ausgehen, ne? 1, 2, 3. Anfang richtig ist, können wir da nämlich vor allen Dingen auch richtig durchstarten, müssen das nicht alles fünfmal buddeln. So. Hier war das dann. Weil nehmen wir jetzt die entsprechenden Materialien. Also das, den brauchen wir schon gar nicht mehr. Den. Und gerade noch den anderen Block. War das so? Gehen wir mal auf Stufenhöhe. Ja. Nee, guck mal. So. Zack, zack, zack. So muss es sein. Und da war das Signal.
Ist natürlich doof. Können wir aber nicht ändern. Da werden wir jetzt auch noch eine Weile mit beschäftigt sein mit Buddeln. Bis wir unten angekommen sind. Deswegen sage ich mal Dank fürs Zusehen. Vielleicht buddel ich auch ein bisschen vor. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin und tschüss.